Jo, nice, Alter. Was war denn das für eine Intro-Sequenz? Und da bin ich, der kleine Ball, und damit willkommen zu Rock of Ages 2. Und ich habe den ersten Teil nie gespielt und ich hoffe, man muss den dafür nicht gespielt haben. Oxfordshire, wo muss ich denn hin? Muss ich da rein? Ah, das ist das Tutorial. Also muss ich da wohl rein, Leute. And as I was saying, all major battles in history were won by throwing giant boulders down a hill. Napoleon, what did I just say? How would you defeat the British? Eh bien, une artillerie très mobile, combinée à des manœuvres qui placent mon ennemi dans une position défavorable. No, you use a giant boulder. How many times must I explain this? Mr. Herodotus, I think I'm in the wrong class. We all belong in different periods. Quiet! You're just trying to get excused from class, aren't you? Well, I tell you. Wow, a real boulder. I've never seen a real boulder before. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey, King Richard's army! It's that one coming here to kill us. Hello. Jetzt müssen wir kämpfen, Leute. Hilfe. Je vais vous expliquer les règles de cette guerre. Ceci est notre côté du champ de bataille. Et voici notre château où vous pourrez bravement demeurer et commander nos forces. Ceci est le côté ennemi du champ de bataille. Il me semble étrangement familier. Et voici le château ennemi, où Richard se cachera comme un lâche. Ce que nous ferons, c'est que nous allons soigneusement... Throw a giant boulder at them! Nice, Alter. Okay, jetzt muss ich also scheinbar einfach nur hier langfahren. Felsblock Stärke zu bewahren. Ja, ja, ich weiß. Alter, ich habe dieses Spiel noch nie verspielt. Wo muss ich lang? Ah! Oh Gott, Hilfe, die Steuerung. Obwohl, die ist eigentlich voll okay. Ah, wo muss ich lang? Nein! Oh, ich darf hier scheinbar lang. Oder auch nicht. Alter. Ach, ich liebe den Humor dieses Spiels. Und jetzt einfach nur gegen das Tor! Da unten sehen wir auch die Leben. Das Spiel ist halt im Moment auf Steam auch drastisch reduziert. Okay, jetzt muss ich mein Schloss verteidigen. Ja, ich habe mir schon YouTube-Videos zu diesem Spiel angeschaut. Ich weiß schon, wie es funktioniert. Ja, nur deswegen. So, ups, nein. Oh, wie steuere ich denn? Ach so, mit WASD bewege ich mich. Okay, das ist meine Burg. Die darf nicht zerstört werden. Meine Armee ist bereit. Ja, weil einfach, weil hier schon eine Burg ist, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen Verteidigung ziehen. Oh, so viel Gold habe ich auch gar nicht. Packe ich hier nochmal eins hin. Wie drehe ich denn das? Verteidigung rotieren, da. Perfekt.
So, nice. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal eine Mauer hin. Und klatschen da noch was hin. Und dann machen wir wieder dieselbe Taktik. Und bremsen ihn von überall. Haben wir kein Geld mehr? Nee, ich glaube, ich kann da einfach nichts hin platzieren. So. Einfach mal überall diesen Dude vernichten. Zack, boom, bam. Ja. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach nur noch ein bisschen mehr Fahrt. Oh mein Gott. Ich dachte schon, man könnte jetzt dieses Schloss da, diese Burg da ranbauen, aber das geht ja überhaupt nicht. Wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich da nichts hinbauen? Ach so, wir haben gar kein Geld mehr. Ja, dann ist meine Armee bereit. Der Feind ist am Rollen. Und wir können ihn jetzt damit treffen. Soweit ich weiß. Ja. Felsblock wird da unten gebaut, ich weiß. Yeah, ich habe ihn getroffen. Ah! Komm. Nein. Warum er nur Lode und er voll viel Schaden gemacht? Ich bin bereit. Ich hoffe, die Sounds sind nicht zu laut oder zu leise, Lode. Falls doch, nächste Folge ist es behoben. Hoffentlich. Ich nehme die jetzt nicht direkt nacheinander auf. Hui, oh Gott, Hilfe. Ich muss Schub aufbauen. Nein. Meino. Normalerweise fällt man halt eigentlich runter. Oh nein, da hinten ist schon das Ziel. Dann mache ich ordentlich Boost. Alter, das war gut. Das war gut, Leute. So, wie mache ich denn das? B verkaufen? Verkaufe ich denn diesen Schrott hier? Achso, ich kann da nichts mehr bauen. Ups. Da, wo man also was gebaut hat, kann man nichts mehr bauen. Okay, verstehe. Dann roll ich mal los. Oh. Jetzt hat er auch Verteidigung. Oh, er hat aber bessere Verteidigung als ich. Und ich habe noch sehr viel Geld übrig. Den kriegen wir jetzt. Ich liebe dieses Spiel. Was war das denn für ein Geräusch, Alter? Alter, ich liebe es. Ja, nice, Alter. Ja. Okay, jetzt haben wir den König hier besiegt. Und das war die erste Runde der Kampagne. Nice, komme ich jetzt hier runter? Ja, ich komme hier runter. Was ist denn das? Ach so, ich kann jetzt nur diese Wege lang fahren. Was ist denn das? Eine Bank. Neue Einheit. Ach cool, ich kann es jetzt erkunden. Und je nachdem, was ich denn hier freischalte, kann ich dann... komme ich dann an neue Einheiten ran. Ey, das ist ein geiles System. Ich komme aber an nicht viel hier ran. Und ich kann quasi alles spielen. Ich hole mir aber gerade viele Einheiten hier. Bisschen blöd, dass das überhaupt nicht erklärt wird. Wie man die Einheiten kriegt, Leute. So, das Tutorial war hier. Alter, ich will da lang. Oxfordshire. Das heißt, ich gehe erstmal hier rein. Was ist denn das? Kann ich da überhaupt rein oder nicht? Oder war das nur eine Einheit? Dann gehe ich mal nach Schottland. Normal. Ja, ich nehme mal normal. Sons of Scotland. I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. It's a bird. He kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace, and I see. Lol. William Wallace. Okay, dann kämpfen wir jetzt also gegen William Wallace. Nice.
Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir diesen Felsblock. Mauer brauchen wir immer, eine Bank auch. Was ich ganz praktisch finde, was ist das? Stoße Feldblöcke weg. Okay, Sprungbretter, naja. Dann würde ich noch diese Elefanten hier nehmen. Und die Katapulte. Dann bin ich bereit. Ich bin bereit. So, dann stelle ich meine Bank hier hin. Ah. Dafür sind diese leuchtenden Berge also da. Perfekt. Stelle ich das mal hier hin. So. Das heißt, wo ist denn... Alter, wie lang ist denn diese Strecke? Ich stelle jetzt einfach erstmal hier überall diese Banken oder was auch immer hin. Was soll das, die Mehrzahl von Bank? Ich weiß es nicht. Okay, hier passt das irgendwie nicht mehr hin. Das heißt, hier ist also mein Schloss. Das heißt, ich muss sehr weit an den Anfang. Ach so, wird einem sogar angezeigt. Dann springe ich da mal hin. Okay, von wo aus? Wieso kann ich ihn hier nicht setzen? Ach so, erst ab hier. Und dann direkt dahinter mal einen fetten Elefanten, Alter. Und dann setzen wir hier einfach nochmal einen Katapult hin. Warum auch nicht? Das versperrt ihm dann hier komplett den Weg. Und dann hier nochmal direkt eins hinterher. Und dann direkt dahinter nochmal eine schöne Mauer, damit das schön noch davon abgeballert wird. Und wenn er denkt, dass die Mauer fertig ist, kommt noch direkt eine. Okay, ich kriege sekündlich. Mehr als sekündlich. Ich kriege sogar sehr viel Geld hier. Ich habe aber noch sehr viele Leute hier stehen. Ich mache mir dann mal nah an die Burg. So nah, wie es nur irgend möglich ist. Ah, er rollt schon. Dann rolle ich auch mal los. Gott, Leute, wirklich. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ah! Ach, Menno, Leute. Ich habe einfach direkt verkackt. Also verkackt nicht. Ich bin noch nicht tot. Aber allem Anschein nach muss man auch ab und zu bremsen. Und man muss halt auch Einheiten zerstören. Wie zum Beispiel die Banken, einfach damit er kein Geld kriegt. Wow, diese Katapulte sind ja richtig useless. Komm. Sorry, wenn ihr meine Tastatur hört, Leute. Nein, 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 nein. Da lang, da lang, da lang. Da ist die Burg. Schön bremsen. Und dann... Nice. 198 Schaden. Das heißt, wir haben mehr Schaden gemacht als er. Banken dürfen wir, wie gesagt, erstmal genug haben. Und dann klatsche ich erstmal wieder Elefanten hier hin, denn die halten ganz gut auf. Das Katapult steht hier sogar noch. Das heißt, ich klatsche mal hier eins hin. Paar Türme dann nochmal hier hin. So, fette Mauer. Und dann nochmal Elefanten hier zwischen. Perfekt. Und auch nochmal ein Katapult. Als Überraschungsangriff, wenn er hier durchkommt. Und dann nochmal noch eins. Und dann klatsche ich nochmal hier ordentlich Elefanten hin. Aber ich kann gar keine ordentlichen Elefanten dahin klatschen. Wenn ich Glück habe, kann er vor mir los. Obwohl, ich kam eine Sekunde vor ihm an. Dann könnte ich ihn vielleicht halt noch hier mit erwischen. Damit kann man halt die Leute blitzen. Ist zwar ein bisschen Verzögerung und dementsprechend auch leicht auszuweichen, aber immerhin kostenlos, ne? Komm. Okay, da hinten wird bei ihm gebaut. Das heißt, ich bin jetzt bereit. Das heißt, er müsste es auch gleich sein. Ah, ich roll einfach los. Warum auch nicht? Gleich dürfte der Alarmsound ertönen. Ja, da ist er. Oh Gott, nein! Schon wieder derselbe Fehler! Ach Mann, Leute. Ich muss halt noch üben, ne? Das Spiel ist halt im Moment wirklich drastisch reduziert. Wenn ich Glück habe, kriege ich den Paul dazu, sich das Game auch zu holen. Denn man kann das auch online spielen. Also ich kann es euch wirklich im Moment nur ins Herz legen. 3,50 Euro im Moment auf Steam. Mega nice, sonst kostet es 15 Euro. Das sieht mir böse aus. Au!
Ach Gott, ich hab fast die Hälfte. Nein! Oh nein. Ich wurde wegkatapultiert. Weg mit euch. Ich fahr mal dran vorbei. Ach Gott, ich bin halb kaputt. Ich werde nicht mehr so viel Schaden machen. Okay, da. Oh, er hat mich schon getroffen. Ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht hätte ich doch auf einfach stellen sollen. Gott, jetzt haben wir ungefähr gleich viel Leben. Ich brauche irgendwie bessere Taktik. Mehr Türme. Wir müssen den Dupe mehr aufhalten. Insbesondere hier am Ende. Mache ich nochmal eine dicke Schicht hin. Und damit er auch nicht hier lang fahren kann. So. So. Ich kann gar nicht mehr. Ach, Menno, Leute. Mache ich halt hier noch was hin. So einen einzigen Turm. Mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ja, dann noch hier einer hin. Und dann warten wir mal ganz kurz, bis unser Stein wieder bereit ist. Unser kleiner Stein. Oh, ich liebe die Grafik dieses Spiels. Das ist so toll. Weg mit diesem Turm hier. Wie kriege ich den weg? Scheinbar kriege ich den erstmal nicht weg. Hey, Leute, was geht ab? Oh! Ja, wo bin ich denn drin? Feind ist am Rollen. Nein, 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 nein. Wait, ich hab doch... Dann hier. Okay, dann halt nicht. Dann blitze ich ihn halt nicht. Dann fahre ich jetzt los und pass auf, dass ich nicht schon wieder da hinten runterfalle. Lol. Da ist jemand runtergefallen. Wie schwierig es aber auch sein muss, die KI hier in diesem Spiel zu programmieren, oder nicht? Ich meine so, au! Lass mich gefälligst in Ruhe. Ich meine so, dass sie auf die Fallen und alles reagiert, auch teilweise ein bisschen schlau ist. Hey, Elefanten. Ihr seid irgendwie doch nicht so nützlich, da geht's ja gar nicht lang, wie ich dachte. Immerhin wurde ich nicht ganz so geschrottet wie letztes Mal. Noch nicht. Hey, Katapulte. Tastatur am Ausrasten. Und komm. Ja. Oh, ich bin auch tot. Ja, oh Gott. Noch geschafft, Alter. Ich hab gewonnen, Leute. Und das war's auch mit der ersten Folge von Rock of Ages. Wenn ihr mehr davon wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.